Okay. Willkommen bei G-Fed Mandy. Ich muss ganz schnell mein Intro machen. Und zwar, Gloria ist gerade im Bad. Und deswegen kann ich jetzt hier in die Cam sprechen, ohne dass Georg das mitbekommt. Und auf jeden Fall will ich ihn pranken. Und ich zeige euch kurz mit was. Ich habe hier eine Fake-Spinne. Und ich weiß nicht noch, wo genau ich die platzieren werde. Aber irgendwo werde ich die hinplatzieren und Kamera auch noch aufstellen. Er denkt halt, ich bin jetzt gerade beschäftigt mit Gloria, weil sie gerade im Bad ist. Nachher muss sie ins Bett und ich muss das irgendwie geschickt machen und dann ihn halt dabei aufnehmen. Okay, ich überlege mir gleich was. Da ist die Spinne platziert und ich werde ihm sagen, ich brauche die Feuchttücher. Ich werde zu ihm und werde sagen, dass Georginas Windel voll sind, weil er passt gerade auf sie auf. Und dann werde ich sagen, ja, kannst du bitte die Feuchttücher bringen, weil hier ist so meine Wickelkommode mäßig. Und damit er die Feuchttücher bringt und hoffentlich erschreckt er sich. Okay, bis gleich. Was soll der Schatz, Mann? Ach, hast du auch was? Du hast es nicht geglaubt, oder? Das ist dein Ernst, Mann? Okay, meine Konstruktion war nicht geil. Mein Handy lag hier und das ist hier reingefallen. Aber ich würde sagen, mein Prank ist gelungen. Und also er hat es direkt aber erkannt, dass das, also nachdem er es umgehauen hat. Du bist gut umgehauen. Escalation Tonation. Auf jeden Fall hat es geklappt, aber er, sobald die auf dem Boden war, hast du es gecheckt. Ja. Aber ja. Und los. Das Licht jetzt angemacht. Hätte ich mal von Anfang an das Licht angemacht. Ist mein Prank gelungen. Und er hat relativ schnell gecheckt, dass es eine Fake-Spinne ist. Trotzdem hat er sich erschrocken. Und deswegen werde ich dranbleiben. Ich werde ihn weiterhin pranken. Es ist unnormal schwer auch. Glaub mir, wenn ich das nicht aufnehme für YouTube, ich versuche ihn so oft zu pranken, das ist so schwer. Aber ich bleibe dran. Ich werde weiterhin und weiterhin pranken, bis es eskaliert. Wenn ihr solche Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Habt euch ganz doll lieb und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht schaffe ich das noch vor 2023, noch ein Video hochzuladen. Wer weiß. Hab euch lieb.